Academy-Fahrschulen, die Mobilmacher. Pünktlich zum Zeittraining des 24-Stunden-Rennen gab es eine kräftige Regenschauer. Wie ist es zum momentan draußen auf der Strecke? Gut, am Anfang war es doch relativ okay, da war noch nicht so viel Regen drauf, das Wasser war nicht so stark auf der Strecke gestanden, danach war es ein bisschen trockener. Aber so wie es jetzt aussieht, ist es ein ziemlich starker Regen wieder, das heißt die ganze Grand Prix-Strecke und Nordschleife ist nass. Und aber unser Auto geht ganz gut im Regen, von dem her, wir rotieren uns einfach durch, dass jeder seine Pflichtrunden hat und dann werden wir morgen im zweiten Zeittraining dann angreifen. Während die anderen draußen im Regen um die Wette fahren, ist dein Team hier ganz entspannt das Auto am Putzen. Bei euch läuft alles gut? Ja, bei uns läuft alles nach Plan. Also wie du schon sagst, ganz entspannt. Der Regen hat natürlich den Fahrplan komplett durcheinander gewirbelt und wir würden jetzt für eine kleine Chance ein großes Risiko eingehen. Von daher haben wir gesagt, okay, der Thomas Mutsch ist seine Runde mal gefahren oder seine zwei Runden, der Marc Henrizi auch. Ich warte jetzt einfach mal ab bis morgen und der Hermann genauso. Was sollen wir jetzt machen? Also wir können jetzt Runde um Runde fahren, es bringt nicht viel. Wenn es morgen trocken ist, ist das alles Schnee von gestern. Von daher machen wir uns einen schönen Abend. Hans-Joachim Stuck, Ihr Name ist hier fest mit dem 24-Stunden-Rennen verbunden. In diesem Jahr treten Sie wieder an und können ein weiteres Kapitel hier auf der Nordschleife schreiben. Wie läuft es in diesem Jahr für Sie? Ja, es ist eine spannende Geschichte. 100 Jahre Audi, 100 Jahre Forschung durch Technik. Auf einem R8 zu sitzen, ist schon eine tolle Geschichte. Jetzt wollen wir mal schauen. Wir haben dies natürlich ein neues Reglement, wo die Autos sehr angeglichen sind. Es gibt nicht nur ein, zwei, die gewinnen können, sondern 15 oder 20 Autos. Und das wird eine schwierige Nummer. Wir haben starke Konkurrenz mit Porsche und so weiter. Also ich bin mal gespannt. Wir haben 4 Audis im Team. Der Beste wird hoffentlich gewinnen. Chris Marmaro, das erste Zeittraining hier jetzt für das 24-Stunden-Rennen läuft. Es sind momentan wechselhafte Bedingungen draußen. Wie läuft es für euch dabei? Es läuft ganz gut. Wir sind momentan auf Platz 6. Von der Zeit her ist alles ziemlich eng, weil wir Mixbedingungen hatten. Wir sind hinterher, als ich das zweite Mal rausgefahren bin, war eigentlich die Fahrspur trocken. Aber leider hat es dann direkt angefangen, wieder ein bisschen zu regnen. Deswegen konnten wir uns nur geringfügig in der Zeit verbessern. Aber wir sind momentan auf Platz 6. Wir haben, alle Fahrer haben ihre Runden gedreht bis jetzt. Jeder konnte einen kleinen Eindruck gewinnen. Besonders für unsere beiden neuen Fahrer, Jörg Bergmeister und Marino Franchitti, war es wichtig, auch mal unter schwierigen Bedingungen mal ein paar Runden zu drehen, um sich ans Auto zu gewöhnen. Bisher sind wir im Zeitplan. Und jetzt schauen wir mal, warten wir noch ab, wie es sich heute Abend noch entwickelt, bis um 11 Uhr. Aber wir sind bis jetzt ganz zufrieden und so kann es ruhig weitergehen. Jürgen Alzen, gerade gab es einen intensiven Blick in den Motorraum.
Routine-Check oder gibt es Probleme? Nein, ist alles ganz normal, alles Routine. Wir checken jetzt nur noch mal das Fahrzeug ganz besonders und dann wird der Florian heute Abend seine erste komplette Runde im Dunkeln bestreiten. Ja, und dann sind wir auch schon fast am Trainingsende. Armin Hane, du bist hier am Start mit einem echten Exot hier in diesem umfassenden Starterfeld. Wie läuft es für euch hier mit dem Lexus draußen auf der Nordschleife? Gut, bei dem ersten Qualifying war ja Regen und leider war meine Runde, die erste Runde, nicht so sehr frei, weil ich hatte zwei BMWs vor mir und in der Gischt konnte man nichts mehr sehen. Wir sind, glaube ich, jetzt 17. Was für ein Serienauto, was dieser Lexus LFA ja nun mal ist, ist ja kein richtiges Rennauto, aufgebaut als Rennauto, sondern vom Serienauto nur mit einem Käfig und mit anderen Anbauteilen zum halben Rennauto gemacht. Und dafür ist die Performance, glaube ich, von diesem Auto sehr, sehr gut.